Das Trikot mit der Nummer 7. Der kleine Junge war nicht der Einzige, der seinen persönlichen Lieblingsspieler am Sonntagvormittag direkt bei den Kabinen abpasste. Ein paar Autogrammanfragen gab's nämlich auch für den Keeper. Gladbach ist in und ja sogar Bayernjäger Nummer 1. Es geht momentan echt schnell, wenn man Spiele gewinnt oder Spiele verliert in der Tabelle. Und ja, da noch vom Bayernjäger zu sprechen, das ist absolut zu viel. Wir wissen, dass Bayern ist ein Niveau höher als alle andere Mannschaft. Fakt ist, und das wissen die Herren Hermann und Traoré auch, die Gladbacher sind aktuell Tabellenzweiter. Das 2:1 am Samstag in Paderborn war bereits das 6. Spiel ohne Niederlage. Lucien Favre konnte da locker seine Runden drehen, während die Spieler zum Joggen geschickt wurden. Nur, was ist der Grund für den Gladbacher Lauf? Ich denke, wir sind in der Breite richtig gut aufgestellt. Das hat man gestern auch gesehen mit den Neuen, die reinkommen, unter anderem auch mir. Haben ein ganz gutes Spiel gemacht und ja, das zeichnet uns momentan noch aus. Egal, wer spielt, die Mannschaft funktioniert gut und Trainer kann dann gut rotieren. Doch rotieren bedeutet gleichzeitig improvisieren. Der Trainer muss nämlich alle Spieler bei Laune halten. Das ist immer schade für einen Fußballer. Man will natürlich immer viel spielen, immer von Anfang an spielen. Dass es ab und zu mal eine Pause gibt, ist, glaube ich, ganz normal. Man hat irgendwie das Gefühl, in Gladbach passt derzeit vieles. Von den Reservisten jedenfalls gibt es keine kritischen Töne. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison.